Es ist Mittwoch und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz weiterhin hoch. Lohnerhöhung, Stahlindustrie vor Tarifabschluss. Und Aufbau, Vorbereitungen für das Havelfest. Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten auch in die heutige Sendung mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die Inzidenzzahlen laut Robert-Koch-Institut vom Mittwoch liegen bei 287,3. Im Vergleich zum Vortag gab es 40 Neuinfektionen, in den letzten 7 Tagen gab es 207 Neuinfektionen. Der Tarifkonflikt in der Stahlbranche scheint relativ zügig beigelegt zu werden, denn in NRW gab es bereits einen Abschluss. 6,5% mehr Gehalt werden ab 1. August gezahlt. Der neue Tarifvertrag soll für 18 Monate gelten, seine Laufzeit beginnt am 1. Juni. Vorgesehen sind auch Einmalzahlungen von 500 Euro pro Arbeiter bzw. 200 Euro pro Auszubildenden. Es ist zu erwarten, dass das gleiche Ergebnis für die 8000 ostdeutschen Stahlarbeiter wie in den Jahren zuvor übernommen wird. Das wäre die höchste prozentuale Erhöhung in den letzten 30 Jahren, was zu diesen Zeiten aber auch angemessen ist, betonte ein Gewerkschafter aus dem hiesigen Stahlwerk auf Meetingpoint-Anfrage. Im Brandenburger BES Stahlwerk gab es in den letzten Tagen im Rahmen der Tarifverhandlungen 2 Warnstreiks. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Am Wochenende ist es endlich wieder soweit. Nach 2-jähriger Pause kann endlich wieder das Havelfest gefeiert werden. Am Wochenende können die Havelstädter dann wieder 3 Tage buntes Programm, tolle Musik und Brandenburger Volksfestcharakter beim Havelfest erleben. Im Moment laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. Auf dem Packhofgelände werden die Rummelattraktionen und Fahrgeschäfte aufgebaut. Die Stadtwerkebühne wird startklar gemacht, damit Konzerte, Vereinstag und Co. hier wieder stattfinden können. Und natürlich werden auch an den Uferbereichen wieder unzählige Buden, Mitmachstände und Genussmöglichkeiten geschaffen. Offizielle Eröffnung des Havelfestes ist übrigens am Freitag um 16 Uhr am Salzhofufer an der BB-Radiobühne. Ja, und damit sind wir beim Wetter angekommen, liebe Zuschauer. Zum Havelfest-Wochenende wird das Wetter richtig sommerlich. Hier ist der SKB-3-Tagestrend. Am Donnerstag erwarten uns Temperaturen zwischen 12 und 24 Grad, dazu ein leicht bewölkter Himmel. Am Freitag steigen die Temperaturen nicht über 25 Grad, auch hier ist der Himmel leicht bewölkt. Auch am Samstag bleibt der Himmel leicht bewölkt, es kann aber aufgrund der hohen Temperaturen ab und an zu Hitzegewittern kommen. Die Temperaturen erreichen maximal 32 Grad. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Mittwoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss. Machen Sie es gut.